Mascha. In diesem Haus mit der Nummer 5 wohnt Mascha, die Katze. Mascha hat große, leuchtende Augen, ein schönes, glänzendes Fell und sie wohnt mit einer Frau in diesem Haus. Am Morgen wacht Mascha auf, sie isst ein bisschen, spielt ein bisschen und wartet, bis die Frau kommt und sie streichelt. Ah, Mascha, so eine liebe Katze, sagt die Frau und streichelt ihren Rücken. Das macht Mascha dann wieder müde. Sie sucht sich einen schönen Platz auf dem Bett und schläft bis spät am Nachmittag. Nach dem Abendessen möchte Mascha frische Luft. Geh nicht so weit weg und pass auf dich auf, sagt die Frau. Miau, antwortet Mascha und huscht lautlos davon. Sie geht zum Bach. Hier sind die Grillen und die Frösche. Vom Bach geht Mascha weiter. Auf den Feldern entdeckt sie viele Libellen, Bienen und andere kleine Tiere. Die Sonne geht unter und langsam wird es Abend. Auf einer Wiese entdeckt Mascha einen Schmetterling und viele Glühwürmchen. Kleine Käfer mit Lampen. Leuchtkäfer, Glühwürmchen. Jetzt ist es wirklich dunkel. Mascha geht bis zu den großen Bäumen im Wald. Plötzlich bleibt Mascha stehen. Da oben im Baum, das sieht doch aus wie eine Katze mit super großen, leuchtenden Augen. Ist das eine Katze? Nein, es ist ein Uhu. Mascha spricht: Du hast aber schöne Augen. Ich möchte auch gerne so schöne Augen haben wie du. Uhu, uhu. Du kannst auch solche Augen bekommen. Wie denn? Fragt Mascha. Uhu, ganz einfach. Du musst 3 Tage und 3 Nächte lang auf diesen dicken Ast sitzen. Aber du darfst dich nicht bewegen und auch nicht die Augen schließen. So wie ich es jede Nacht mache. Uhu, 3 Nächte lang. Dann fliegt die Eule weg. Mascha denkt an die schönen Augen von der Eule und klettert auf den Baum. Genau so, wie der Uhu es ihr gesagt hatte, so setzt sie sich hin. Sie macht ihre Augen weit auf und bewegt sich nicht mehr. Die ganze Nacht bleibt Mascha so sitzen, mit offenen Augen, ohne sich zu bewegen.
Erst als es Morgen wird und die Sonne wieder hervorkommt, klettert Mascha vom Baum. Uiuiuiui, Mascha ist sehr müde. Die ganze Nacht war sie auf dem Baum und saß da, ohne sich zu bewegen, mit offenen Augen. Mascha hat Durst. Sie möchte trinken. Sie geht zum Bach. Hier sieht sie beim Wassertrinken ihr Spiegelbild. Eieiei, tatsächlich. Mascha findet, dass ihre Augen jetzt größer aussehen und vielleicht sogar auch ein bisschen leuchten. Mascha ist müde. Sie geht nach Hause zu ihrem Frauchen. Zuerst isst Mascha ein bisschen, dann lässt sie sich von der Frau den Rücken streicheln. Ah, Mascha, sagt die Frau. So ein weiches Fell hast du. Und so schöne, große, leuchtende Augen. Mascha schnurrt. Sie ist zufrieden, aber auch sehr müde. Dann schließt sie ihre Augen.